Ja, hallo Leute, draußen recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 auf unserem Multiplayer-Projekt und mit mir am Start wieder unser Virus von 9. Hallo Virus. Ja, hallo. Und du kämpfst ja immer noch mit dem Biest? Ja, genau. Du müsstest ja gerade abkoppeln, aber eigentlich ankoppeln. Hä? Okay, jetzt kämpfe ich glaube ich mit dem Anhänger, der mich hier. Ach so, warte mal, das unsichtbare Wand, welches ich sehe. Verdammt! Der hängt irgendwo, wo er gar nicht hängen tut. Das ist doof dann. Das ist eigentlich witzig, ist ein Abgebepunkt hier. Wenn du den einwerfen Anhänger tust, dann weiß ich leichter. Ja, ja, das Problem ist. Das schon. Lustig war wirklich, dass er angeblich hängen geblieben ist, wo nichts da war. Ja, dann muss ich nicht. Klappen doch einfach ein. Da braucht er viel weniger Platz. Können auch nach links drehen, ne? Nein, der geht in die andere Richtung raus. Naja, ich weiß. Ja, ob unserem Virus jemals noch gelingen wird, meist zu anderen, das sehen wir dann in 4 Wochen. Also genau. Dann wird's wahrscheinlich da oben. Was machst du denn? Ich suche gerade, wo ich den Bunker zusammenklappen kann. Mit M. Auswählen und dann M drücken. Ja, habe ich genau gedacht. Will er nämlich nicht. Okay. Du musst den Anhänger auch auswählen, dann geht's. Gerät auswählen. Bunker nach rechts drehen. Abkoppeln. Jetzt hier M. Geht nix. Lass mich mal rein. Ist so verpackt. Aber schon egal, dann kuppel ich den kurz ab und hol mir das Teil und kuppel dann fertig. Ja, nee, aber das kann ja nicht sein. Aber ist so, ging nicht, gell? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ja, vorhin habe ich ihn noch ausgeklappt, da stand's auch. Wie soll ich den Bunker öffnen oder was? Warte mal, so eine Idee. Nee, auch nicht. Das Lustige ist, dass das eine Rad dreht sich die ganze Zeit. Ja, weil Anhänger. Luft ist. Also. Das ist eine Liftachse. So, und darum ist logischerweise muss sich das drehen dann. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, ich sehe das schon hin. Ja, aber das ist echt kurios. Gell? Das hätte ich mal gedacht. Ah, du hast dich abgehängt, also. Das ist echt. Ich hol mir das Teil jetzt selber. Ich muss ja eh aufgeklappt haben, mit dem her ist ja egal. Eine, aber das kann ja wohl nicht sein, was? Ja, wahrscheinlich muss ich zurücksetzen, dann würde ich gehen, aber ich hab keinen Bock, das eh ins zu holen nachher. Ja, dann muss ich ewig fahren dann. Genau. Naja, aber es gibt ja keine Bugs in Alice, also von dem her kann es ja nicht sein. Wobei, es ist natürlich ein Mod. Wo sind Nachfrage für Kartoffeln beim Hotel? Stimmt, haben wir Kartoffeln? Gar nicht groß, oder? Ja, 50.000 oder sowas. Okay. Kartoffel. Eine 50.000 Hotel. Oh, mal 2, okay. Ich glaube, da fahre ich Kartoffel weg. Okay. Ich muss erstmal hier. LKW suchen. Nein, der LKW auskieben. Ich fahr den Traktor kurz weg. Hotel durfte, glaube ich, nicht allzu weit vom Hotel. Ist ziemlich weit unten links oder so. Hotel.
Hotel. Ach da und ja, das ist direkt bei der beim Viehhof. Und beim Viehhof kann ich sie auch gerade auf den Hof ausladen. Und da steht aufladen, einer, ja, stimmt. Da steht einer mit 50.000. Das ist euer Vater, das ist okay, das ist kein Thema. Weil ich nur schnell fix die Drescher abtanken, aber ich habe schon einen ganzen Sattelzug von Mais hier. Maispflücker aufklappen. Jetzt geht's, juhu. Aber ich verstehe trotzdem nicht, dass du das nicht funktioniert mit dem Einklapper wieder. Ja, warte mal, jetzt gehe ich vielleicht. Bunker nach nehmen und rechts sehen. Abkoppeln. Ach so, ja. Logisch, mein Gott, ich bin so doof. Klar. Weil du was drin hast, wenn du was drin hast, kannst du nicht einklappen. Ah, das kann natürlich sein. Du hast 100 Einheiten Silagiert, aber Häcksel gut drin. Stimmt, nur 100, ja. Das ist zwar nichts, aber trotzdem was. Ja, ich mir jetzt gerade so eingefallen im Moment noch. Du kannst ja mit dem Mähdrescher oder Tank auch nicht, der Drescher auch nicht, Tank auch nicht zuklappen, wenn da was drin ist. Das hängt mit dem zusammen, weil da was drin ist. Ich meine, da hätte man auch früher drauf kommen. Na, ganz ehrlich. Nur ich fand's lustig, ich weiß nicht, wie die überhaupt da reinkam, weil schließlich hatte ich ja das falsche. Na, wo war vielleicht lag noch irgendwo was. Ja, aber weißt du, ich hatte den Aufsatz ja nicht und ich hab's ja erst aufgeklappt. Ja, schon. Ich nehme es ein bisschen lustig. So, Kabel auf Höhe. Einmal aufladen, bitte. Ah, Zugriebe hätten wir es doppelt. Okay. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn Kartoffel, die haben irgendwann so irgendwas braucht, glaube ich. Wollt ihr nicht welche Kartoffelchips da machen da? Achso, nee, die haben wir die Stelle. Da drüben. Ah ja, genau. Wenn wir die Stelle aufkriegen mit den Kartoffeln. Das war's. So, der ist am Anzeiger hier. Aber das ist gut, dann können wir von dem Geld können wir uns Material kaufen für Naturdüngung. Mein Gott, der braucht ewig zum Vollmachen. Ey. Na ja, gut, 46.000, 47.000 gehen rein. Fast alles. Fast alles. So, und das heißt, ich muss jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt über das Lust drüber. Na. Ne, ich glaube nicht, ich glaube, ich muss hier am Fluss entlang. So wie das aussieht. Dann fahren wir wieder ein bisschen in Cockpit-Perspektive, sag mal. Ich komme ja gar nicht am Fluss entlang, ich muss jetzt also doch rüber. Ich komme nicht lang, das ist die BGA, das heißt, ich muss hier entlang. Aber ich komme hier durch BGA, kann ich ja durchfahren, glaube ich, genau. Oh, das ist noch hier unten eine große BGA. Mhm. Da ist sie los. So, ach, da haben wir das Hotel, das haben wir auch noch nicht gesehen. Okay, schauen wir uns das mal an. Ja, doch. Wollen wir mal, was beim Hotel zum Essen gibt? Bier. Nein. Mit. Orange, Vollkornbrot, Gulden, irgendwas Rotes, nicht definierbares. Kommt mir vor wie bei der anderen Kneipe da. Genau. Aber fünf Palette Wasserpilz hier rumstehen. Okay. Ihr habt mir Eier verkauft. Okay. 410 Euro hat es gebracht. Alle, die wir nie aufgesammelt haben. Na, ich muss ja aufsammeln. Ich hab mal aufgesammelt, glaub. Okay.
So. Wo geht's jetzt hier rein? Der obere geht's rein, okay. Na doch, das Hotel sieht echt auch nicht schlecht aus. Bist du gleich vielleicht für 50.000 Liter Kartoffel, aber okay. Ja, Jahresvorrat. Wahrscheinlich 10 Jahresvorrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Ja, im Idealfall haben sie 28 Zimmer. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt ist der Mähdrescher schon wieder voll. Ja, ich hab grad gesehen. Du bist Basketball schon schneller beim LKW als ich. Ich bin schon da, ja. Wollte schon sagen. Ich überlege jetzt gerade, wie ich jetzt am besten aus das ja, mit dem Traktor halt. So. Nicht den Flieger hier. Ja, deswegen steht er oben bei der BGA. Ist zwar jetzt nicht der größte, aber. Ah ja, es ist ja nicht so weit. So weit vom Fahrer her eben. Genau. So, fahren wir mal den Weg, das sind wir mal nicht gefahren. Und dann ein bisschen Landschaft zu anschauen. Ist doch echt eine schöne Map, also da kann man echt nichts sagen. Jo, ist schon so. Guck mal, Fußball, Schweiz gegen Deutschland, da ist schon 4-7, 27-0. Was für ein Fake-Ergebnis. Kannst du auch für jedes Tor ausschenken. Was denn? Ebenso wie damals bei der WM da. Hä? Wo er eine gewisse Beizer da eine Aktion gestartet habe, Freibier für jedes Tor. Oder Runde Freibier für jedes Tor. Ach so. Und da war so extremes. Bei in der Schweiz? Nee. Da ist. Warst du gerade das Finalspiel? Eben, wo sie glaube 7-10 was gespielt hatten. Nein, das war gegen Brasilien. Ja, eben genau. Genau da. War gegen Brasilien. Ich meine allgemein wegen Tor, meinte ich jetzt. Ach so, okay. Das ist schon heftig, oder? Der hat ihn kalkuliert, dass irgendwie naja, bis zu drei Bieren käme raus und dann die 7 oder die 4 war natürlich für den Untergang. Du kannst ja eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland gegen Brasilien 7-0 gewinnt. Ja, irgendwie ist es nicht davon aus, ist so. So, ich stelle dir mal hier ab. Der ein bisschen aufgewandter aussieht da unten am Hof. Ist natürlich die Frage, wo laden wir mischt? Kann man mischt laden? Gibt es hier auf Vorderband? Ist jetzt die Frage. Hier ist zumindest ein Mischt, aber ohne Vorderband. Da ist jetzt was drin? 5500. Aber wenn ich das alles von Hand aufladen muss, dann war es ja doof. Dann brauchen wir schon wieder neue Träger. Und die brauche ich einen Frontlader dann in dem Fall. Und hier haben wir drin. Halt, stopp. Wir haben den auch 500, 5500. Warum zeigt er mir denn so viel an? So, die Zuschauer denken sicher, wieso hat er jetzt eine 163 Grad Drehung gemacht? Ganz einfach. Ich war zu schnell. Und ja, mich mit Vorderband, aber da ist nichts drin. Ich verstehe jetzt alles nicht so ganz. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie das funktioniert mit dem Mist hier. Oh,
Ballenlager, aber hör mal. Mich steht dort drin, im Stall drin. Okay. Meine rechte habe ich den Biergarten jetzt gerade. Oh oh. Ja, wusste es. Einen Baum muss ich erwischen, wenn ich Kontrolle verliere. Ich will keine Säume im Frontlader reinfahren, das geht doch nicht. So, ich hole jetzt mal unser Kelb ab. Bist du schon mit dem Häcksler oder wie? Ne, der ist noch dran. Ich habe den einen Helfer mal eingestellt, dass der mal weiter häckselt. Also geht immer. Funktioniert hier mit dem Misch, das verstehe ich. Weiß nicht. Verstehe ich nicht, Event. Was ist gerade das Problem gewesen? Wo ich die Mischstätten nehmen kann? Entnehmen. Ja, und da ist mir exakt, wenn du auf I drückst, zeigt sie an, dass du. Unsere Kühe haben 16.000 Liter Mist, ja. Und bei den Schweinen sind hier 5.800. Und bei den Mastungen sind 28.000 Liter Mist. Und beim Rind sind 11.000. Aber ich finde da nichts zum Aufladen. Wie und. Aha, warte mal. Stimmt, die müsste ja in der Silo etwas sein. Da drüber ist noch ein Mist. Ich stelle mal zuerst kurz aus und schau mal. Oh oh. Irgendeiner fliegt jetzt gleich raus. Oder das TS. Das ist nämlich gerade der totale Roboterstimme wieder. Also die Folge ist zu Ende. Wenn ihr wisst, wie das hier beim Misch funktioniert, schreibt es mal in die Kommentare rein. Wir haben jetzt hier den Hühnerstall. Das ist der Kuhstall. Das ist der Kuhstall. Da ist irgendwas rot. Das ist der Kuhstall. Ja genau, das ist eins. Und da haben wir jetzt hier 10.900. 9, 1, 10. Ja, das passt, das ist Spüle. Okay. Da kommt das jetzt zu Ende. Genau. Dann schauen wir, dass wir wieder besser zu hören sind. Ich weiß nicht, wer ist von uns, das ist schon mir auf jeden Fall. Ja, gleichfalls. Es ist das TS. Wir dachten, wir müssen noch starten, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke euch. Bis dann, tschüss. Genau, bis dann, tschüss.